Grüße und willkommen zurück zu Elex. Und da dies meine erste Folge ist, die ich im neuen Jahr 2018 aufnehme, an der Stelle noch einen guten Rutsch an alle beteiligten armen Opfer, die es geschafft haben oder schaffen mussten ins neue Jahr und den Mist weiterleben müssen, der jeden Tag vor unsere Augen läuft. Ja, was soll's. Auf jeden Fall mal gucken, was wir heute machen Schönes. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten ja jetzt eine lange Aufnahmepause, also ich auf jeden Fall und ihr hattet lange Zeit, jetzt fast 2 Wochen bald oder eine noch, eben mehrmals eine ganze Weile gab es ja einfach nur eine Folge pro Tag. Das heißt, sowohl Elex als auch die anderen Let's Plays wurden entsprechend selten gezeigt und ja, daher jetzt demnächst wieder regelmäßigere Uploads und so weiter und so fort. Und ich sehe schon mir ganz viele Milliarden Quests, die mich total ankotzen. Ich würde gerne einfach irgendwas davon wegkriegen. Eine Menge Elex, die lief in Elex mal geschoren. Merkwürdigerweise ist es im Hürden. Kann ich mal befragt nach ihm zusuchen. Kann ich jetzt irgendwie auf der Karte markieren, ja? Muss ich mal eben gucken. Karte war ganz rechts. Ah, bin ich doch schon richtig, oder wie? Nee, warte. Gelb ist Tagebuch. Ich muss den Typen. Da ist mein Ziel, von dem habe ich die Aufgabe bekommen. Oder was? Moment mal. Er hat mich beauftragt zu suchen, also muss ich hier irgendwo suchen. Ohne Befestigung. Wenig ehrenhaft der Woche. Jetzt gehe ich ja nach Norden, wenn ich da lang gehe. Kommt da gar nicht hin. Ach, ich bin hier. Was war da gerade? Dann habe ich mich vertan. Ich dachte, ich wäre hier oben. Dann ist klar. Das heißt, ich sehe gleich daneben tatsächlich. Dann. Ich mal dahin und jawohl. Nun ja, egal. Jedenfalls geht es im neuen Jahr natürlich weiter mit allem Blabla. Und ich habe 1000 Jahre nicht gespielt, das Spiel. Ich bin wieder völlig raus. Aber weil ich eben auch neulich erst bloß 3 Folgen aufnehmen konnte, fix, habe ich entschlossen, mich dazu entschlossen, hier eben Elex als erstes Let's Play wieder aufzunehmen im nächsten Jahr, damit ich da ein bisschen anecken kann und weitermachen kann. Ich kann mich noch. Oh, da komme ich. Ja, klar! Ist ja nicht. Der klettert einfach rüber. Ich wollte gerade mit dem Jackpack rüberfliegen. Ja, so wie der da. Nee, der juckelt einfach mal so über das Ding rüber. Wobei es extra gegen sowas gesichert sein sollte. Man glaubt das kaum. Drohnenkontrolle. Statt nichts von wegen verboten zu klauen. Und ich kann ja auch normalerweise gar nicht herkommen. Karls Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Dann müsste stehen, also wichtigen Hinweis erhalten übrigens. Nicht wichtiger Hinweis erhalten. Danke, Grammatik. Das von einem deutschen Team. Unglaublich. Wenn es eine Lokalisierung wäre, okay, aber so. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, dass der erste Charakter, der uns auch gut gesonnen war, überhaupt Duras, eigentlich ein Arsch ist, der andere umbringt und das vertuscht. Das hätte ich ihm von vornherein nicht zugetraut. Und ich bin auch sehr enttäuscht, dass die Entwickler ihn zu so einem Charakter gemacht haben. Das. Ich glaube, darauf werde ich mein Leben lang nicht klarkommen hier im Elex-Spiel. Hübsche Wurzel übrigens. Ich werde auch niemals darauf klarkommen, dass er einfach darüber steigen konnte, über diese Rübersteigbarriere. So. Okay, keine Ahnung. Hier ist leider nichts. Die Ruine ist. Soll ich das so sagen oder was? Ich habe jetzt gerade keinen anderen Wegpunktweiser, irgendwas mehr. Dann werde ich mal berichten, ne? Oh, es ist so dunkel, wenn ich. Hier hast du nichts verloren. Bin ja schon raus. Ich würde mir. Ja, lauf nur, lauf! Ich hätte das Schwert ganz gern, das sah beeindruckend aus. Aber ich kann es wahrscheinlich eh nicht fühlen, weil mir die entsprechenden Werte dafür fehlen, naja. Was soll's. Lalala. Lalalala. So, liebe Leute von heute. Was ist denn der Heini hier unten? Aha! Ich muss questifizieren. Aua, aua, aua. Ich sehe nichts. Aua.
Bist du Kaldrim? Warst du das? Ja, okay. Ich habe Krahls Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Einer muss ja. Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Bla bla bla. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten, ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Huhu. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Klingt so, als wäre das beim Level noch nicht angemessen. Aber wenn ich aus der Stadt rauskomme, dann links halten. Ich habe mindestens zwei Ausgänge der Stadt, insofern. Ach, ich muss wieder da, ich habe wieder mal keinen Wegpunkt. Da ist einer, da und da. Aber hier auf dem ganzen Weg habe ich keinen gefunden, müsst ihr. Das ist doch blöde. Da muss auch irgendwo ein Wegpunkt sein. Muss einfach. Geht mal her. Nun ja, aber ich bin inzwischen einigermaßen gestärkt mit zwei neuen Skills für die Defensive. Ich bin jetzt also vielleicht besser im Einstecken als zuvor. Wobei ich da vielleicht keine... Ah, oh, es hackt gerade ein bisschen. Keine zu großen Hoffnungen an den Tag legen sollte. Das Spiel ist wahrscheinlich trotzdem noch bösartig zu mir. Aber naja, das werden wir dann demnächst sehen im Kampf. Erstmal... Geronimo! Oh, das war knapp. Letzte Sekunde gezündet, das Teil. Moment, habe ich eben auch schon einen Knacks Erlebensdatei gehabt? Oder kam es von eben gerade vom Fall doch? Eine Sauerei aber auch. Ich habe mal getestet, das war noch am Ende der letzten Aufnahme. Das heißt, nach der Aufnahme ganz kurz. War nicht genau Fallschaden bekommen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt den Jetpack bis oben hin zünde und mich am Fallen lasse, bekomme ich keinen Schaden. Das heißt, soweit ich den roten Bereich nicht ankratze. Das heißt, man hat schon tatsächlich einen ziemlich guten Fallschaden. Upala, Schutz. Ach ja, da war ja was. Haha. Genau. Ach, war's schon. Oder was? Ich muss wohl gerade irgendwas getroffen haben. Keine Ahnung. Also, jeweils, wenn man vom Jetpack fällt, ich weiß nicht, ob der Fallschaden genauso ist, wenn man einfach nur so drin springt von der gleichen Höhe. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann tatsächlich mehr Schaden macht. Oder überhaupt mal Schaden macht. Trotzdem werde ich jetzt vielleicht nicht ganz so furchtsam reagieren, wenn ich mal den Jetpack nicht zünde oder vergesse zu zünden oder keine Ahnung was. Oder werde nicht so darauf fokussiert sein, den zünden zu müssen und so weiter und so fort. Toller Camping- und Angelplatz hier auf jeden Fall. Für die Leute, die sowas mögen. Ich mag weder das eine noch das andere. Aber ich will keinen kritisieren, der es tut. Guck mal da drüben. Oh, aua, was zum... Sag mal. Da konnte ich gar nicht so schnell reagieren. So eine Sau aber auch. Ey. Tja. Obwohl ich so stark bin, dann mir voll Schaden. Also die Hälfte Leben fast abgezogen beim Angriff. Unglaublich. Zack. Zack. Ich mache, glaube ich, keinen Schaden, oder? Ja, gefühlt nicht. Sie ist ein Leben, Balk, ich weiß nicht, schwind, wenn ich drauf haue. Nur wenn du Rast was macht. Obwohl ich ja hier offenbar nicht unterlegen bin, weil er keinen Totenschädel in seinem Kopf hat. Neben seinem Lebensbalken. So müsste er eigentlich in meiner Kragenweite sein. Aber. Der Schaden, ich austeile, beweist mir das Gegenteil. Die Erfahrung, die ich bekomme, wiederum sagt mir, nee, du hast recht, der ist in deiner Kragenweite. Oh Mann. Naja, was Level steigen geht hier einigermaßen inzwischen. Im echten Stück die Quests erfüllt und redet. Was ich übrigens total doof finde, ehrlich gesagt. Also wenn man so extrem viel durch einfach nur Reden Erfahrungspunkte bekommt, im Kämpfen vielleicht so wenig, gefällt mir gar nicht. Ich meine, klar, dass man gewisse Skills oder gewisse Fähigkeiten durch das Reden eben schulen kann. Das sehe ich absolut ein. Finde ich auch gut. Das kann so ein RPG gerne haben. Absolut kein Problem damit. Aber dass man wirklich fast ausschließlich so Level steigen kann. Wobei ja Kampferfahrung auch ein ganz wichtiger Bestandteil bei so einem Spiel ist. Das erschließt sich mir einfach nicht.
Das finde ich ist ein ziemlicher Designfehler. An einem Spiel wie diesem. Na klar ist das gewollt, aber... Ich prangere das auf jeden Fall massiv an. Ich will es auch gar nicht mal sagen, dass es so eine typische West-RPG-Sache ist, denn... Ach, guck mal da, siehst du? Sowas habe ich gesucht. Oh oh. Denn ich bin nicht der Meinung, dass sowas nur in RPGs der westlichen Reihe vorkommt. Also, nur nicht hauptsächlich, denn ich habe auch anderes schon erlebt. Auch natürlich mit Quest erfüllen allgemein in vielen Spielen einfach auch ein XP-Schub dazukommt, aber so extrem wie hier wüsste ich von Tag an anderes Spiel. Ich weiß nicht, wie es damals bei Gothic war, ist zu lange her. Ah! Tolle Reflexe habe ich hier. Ich meine, da war es nicht so schlimm. Naja. Bei Witcher ohnehin nicht. Bei Elder Scrolls auch nicht. Da ist sowieso alles, was man tut, außer bei Oblivion. Quatsch, bei Skyrim, das ist leider nicht mehr ganz so. Dass jede Bewegung irgendwie dein Level hoch pusht. Weil ich bei Oblivion per se extrem genial fand. Das würde ich, egal was du machst, springen, schleichen, irgendwas, hampeln. Du mit jedem Ding ist dein Skill halt geskillt hast. Hab ich jetzt aktiviert oder nicht? Hab ich, ne? Ja, mal auch gleich in der Nähe, sehr gut. Das war an sich extrem geil bei Oblivion. Ich glaube, es war da sogar noch stärker als bei Morrowind damals. Problem war bei Oblivion allgemein das Level-System, das Gegner mitleveln, und zwar so extrem kacke mitleveln. Das fand ich total schlecht gelöst. Dagegen finde ich, wie es Final Fantasy 8 gemacht hat, sehr gut. Aber Oblivion hat es in dem Sinne verkackt für mich damals. Deswegen fand ich das Spiel auch nie wirklich gut. Hauptsächlich deswegen. Wenn Morrowind extrem cool war und Skyrim mir jetzt dank Switch-Version ja auch einigermaßen zusagt. Das Vieh mache ich mit. Hauptsächlich wegen der Handheld-Version oder Möglichkeit. Oh, au, oh, es wird jetzt gefährlich hier. Ein zweiter dazu. Das ist halt so ein Hauptfaktor, der das Spiel für mich sehr geil macht. Oh, oh, ausweichen schon mal. Die andere kommt gleich. Ah! Du rast gegen zwei davon? Ich weiß nicht, ob er es schafft. Aber auf jeden Fall Skyrim aufgrund dessen, dass die Learning to Doing nicht mehr so universell gilt wie in Oblivion, in dem Sinne schlechter und enttäuschender. Auf jeden Fall, aua! Für mich. Oh oh. Oh, das war ein cooler Move. Dann wieder, aua! Ich wollte ausweichen. Oh, das Ausweichen ist so träge. Scheiße. Mist, ich habe mich nicht gespeichert oder so. Voller Zuversicht. Jedenfalls, aufgrund dessen ist Skyrim für mich ein Rückschritt von Oblivion, weil man sich einfach total gefangen fühlt in allen. Weniger frei. Mit den Mechaniken. Was ich sehr, sehr schade finde. Warten, warten, warten. Zack. Das ist so merkwürdig im Schaden. Ich mache überhaupt keinen Schaden, gar nichts. Das macht nur mein Kumpel. Ich mache null Schaden. Ich zähle mich noch nicht mal von hier oben. Ah. Drei. Drei. Boom. Ausweichen. Ja, ja. Und auch das Menü und die Charakteranpassung von Skyrim fand ich vergleichsweise extrem mau zu Oblivion. Weil ich bin extrem der Meinung, dass da bei Oblivion mehr Freiheiten und vor allem das Ganze übersichtlicher und besser gemacht war. Auch nicht perfekt. Bei weitem nicht, aber deutlich besser auf jeden Fall als in Skyrim. aber Skyrim fühlt sich in vielen Dingen so extrem konsolifiziert an. Also die Steuerung durch Menüführung und auch beim Charakterdesign, da merkst du halt deutlich, ja, das wurde eben für Controller-Bequemlichkeit ausgelegt. Nicht, dass du sowas mit der Maus wunderbar steuern kannst. Vor allem das Charakter Design, Fenster gleich am Anfang. Da konnte man den ganzen Schieberegler ja bei Skyrim bla 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 rumschieben. In der Oblivion kann man auch die Maus nehmen, so fast wie bei Sims bin ich der Meinung. Oder zumindest war es eher wie bei Sims, so dass man eben die Maus nimmt, draufklickt und dann eine Stelle verändert irgendwie. So habe ich zumindest in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob es so war, wenn ich jetzt das so sage, aber ich denke eigentlich schon. Das geht halt bei Skyrim. Was war das denn jetzt gerade? Aua! Ist mein Freund über mich rübergeflogen und mich damit verletzt oder was war das gerade? So ein Kack aber auch.
Jedenfalls. Ah. Zack, zack. Ja, mach ihn mal. Zack. Fühlt sich jetzt die ganze Zeit sehr beschnitten an in Skyrim. Dafür ist das Mid-Level der Gegner nicht ganz so eklig vom Gefühl her wie in Oblivion, für meinen Geschmack.